Es ist hiermit amtlich. Die AfD als gesamte Partei wird vom Prüffall zum Verdachtsfall. Das bestätigt am 8.3. ein Gericht in Köln die gesamte Partei und damit zum ersten Mal eine Bundespartei auf gesamter Bundesebene in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, also etwas Einmaliges, wird jetzt vom Geheimdienst, vom Verfassungsschutz in Deutschland beobachtet. Eine Partei mit 30.000 Mitgliedern kann jetzt mit Spitzeln infiltriert und soweit es noch nicht geschehen ist, immerhin war der Flügel und einige Landesfraktionen ja bereits vorher schon Verdachtsfall bespitzelt und überwacht werden. Da stellte ein Gericht in Köln fest, warum in Köln, die AfD hatte gegen ihre Verfassungsschutzbeobachtung am 3.3. geklagt und in Köln, wo der Verfassungsschutz seinen Hauptsitz hat, hat es ein Zivilgericht entschieden, dass die gesamte Partei beobachtet werden darf. Es gibt einen Prüffall, einen Verdachtsfall und die gesicherte rechtsextremistische Bestrebung. Der dritte Punkt bedeutet, dass man ganz besonders stark beobachten darf. Der zweite Punkt bedeutet, dass die Beobachtung beginnen darf. Und der Prüffall bedeutet, dass eben überprüft wird, ob es zu einer Beobachtung kommen soll. Und dieser Verdachtsfall gilt jetzt für die gesamte AfD. Es gibt noch einen Hängebeschluss, also noch kann die Beobachtung nicht 100% beginnen, aber in den nächsten Wochen dürfte das der Fall sein. Und der Verfassungsschutz Haldenwang freut sich schon, reibt die Hände, darf in den Startlöchern scharrend die gesamte Partei noch stärker, intensiver unter die Lupe nehmen und damit die bewährt nach der Ministerium für Staatssicherheit Methode der Zersetzung gegen die einzige und letzte Oppositionspartei anwenden. Ein Sieg für die Demokratie in Deutschland, ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland, sagt der Chef des Verfassungsschutzes einer angeblich politisch neutralen Ratingagentur. Wenn eine Oppositionspartei von einem Politgeheimdienst unter die Lupe genommen wird, übrigens genauso wie das Institut für Staatspolitik, bei dem einen Vortrag zu halten, ich im April, am 8. bis 10. April bei der IFS-Akademie die Ehre haben werde, unter der Beobachtung, unter den fürsorglichen Augen des Staatsschutzes, des Verfassungsschutzes. Was bedeutet das Urteil? Zuerst einmal bedeutet es, dass tatsächlich einige AfDler, nachdem Meuthen schon weg ist, dass sie Signal sehen, auch die Partei zu verlassen. Es gab in Bayern Austritte, die Fraktion schrumpfte von 22 auf 16 Mitglieder und ein gesamter Landkreis in Brandenburg trat aus, alle 5 traten geschlossen aus. Und als Grund gaben sie an, die Haltung der AfD in der Corona-Politik, der Ukraine-Politik und die rechten Tendenzen und die Verfassungsschutzbeobachtung war quasi ein schöner, ja, ein Anlassfall für diese Leute, um der Partei AfD und damit dem Projekt, eine migrationskritische, patriotische Partei aufzubauen, den Laufpass zu geben. Was mich interessiert, das ist der entscheidende Punkt, weil der markiert die Grenze des Sagbaren und damit auch die Grenze der Demokratie in der Bundesrepublik, warum die Partei beobachtet wird, worauf die Beobachtung aufbaut. Zu Recht entschied auch der Richter, dass einige Aussagen, die über die Stränge hinausschlagen, nicht zu einer Beobachtung oder vielleicht einem gesicherten Extremismus der Partei führen könnten, aber vor allem geht es um den Volksbegriff der AfD. Man beruft sich dabei auf ein Urteil aus dem Jahr 2017, in dem die NPD zwar nicht verboten wird, aber nochmal klargestellt wird, dass ihr Volksbegriff die Menschenwürde verletzen würde. Denn er negiere den sich aus der Menschenwürde ergebenen Achtungsanspruch der Person und führt zur Verweigerung elementarer Rechtsgleichheit für alle, die nicht der ethnisch definierten Volksgemeinschaft in ihrem Sinn angehören. Also ein Volksbegriff, der auch ethnisch definiert wird, ist nach Ansicht des Verfassungsschutzes, weil er angeblich im Grundgesetz nicht angelegt sei und weil er angeblich gegen die Menschenwürde verstoßen würde, verfassungswidrig. Das wird auch der AfD gegenüber behauptet. Ihr wird unterstellt, ich würde sagen attestiert, ich sehe das auch nicht als eine negative Unterstellung, dass sie für die Haltung eines ethnischen Bestandes eintreten würde, um das Fremde möglichst auszuschließen sei. Da gibt es einige Beweise, die vorgebracht werden, angeblich völkische Aussagen, die dem Grundgesetz widersprechen würden und Beweislastumkehr, die Rechtsanwaltskanzlei Redeker, Sellner und Daas, nicht mit mir verwandt, verschwippt oder verschwägert, brachte hier Aussagen vor, die dem Gericht genügten, Aussagen von Björn Höcke, von Hans-Thomas Tilschneider zum Beispiel, dass er die russische Nationalmannschaft lieber hätte als die bunt zusammengewürfelte Truppe der Deutschland AG, dass der Abstieg der Vereinigten Staaten auf den Multikulturalismus und die ethnische Spannung zurückzuführen sei. Also alles,
meiner Meinung nach vollkommen legitime Aussagen, die aber bestätigen sollten, dass die AfD einen ethnischen Volksbegriff habe. Besonders peinlich finde ich auch den Versuch der AfD-Anwälte. Ich meine, ich kann es verstehen, die klammern sich an jeden Strohhalm, um das Damoklesschwert noch ein bisschen länger über den Köpfen baumeln zu lassen, das auf Höcke abzuschieben. Ich zitiere den Anwalt der AfD nach der FAZ. Dann sollte man den Herrn Höcke beobachten, nicht die AfD. Allein dieser Versuch der Schuldzuweisung und der Entschuldung der AfD durch Anklage von Höcke reichte nicht aus. Höcke sei für die Partei prägend. Der Flügel, der aufgelöst worden sei, sei in die Partei diffundiert und damit habe die gesamte Partei einen Volksbegriff wie die NPD, nach Ansicht des Gerichts oder ähnlich der NPD, und sie sei jetzt der Beobachtung des Verfassungsschutzes zu unterstellen. Das ist natürlich ein Skandalurteil, aber es ist auch wichtig in seiner entlarvenden Wirkung, in seiner Wirkung auf das rechte Bewusstsein, das Bewusstsein kritischer patriotischer Kräfte. In Deutschland, in der BRD, ist nach Ansicht der herrschenden Eliten es grundgesetzwidrig, einen Volksbegriff zu haben, der abgeht von einer multikulturellen Vorstellung einer Nation of the Spirit, also der multikulturellen Idee. Deutsch zu sein bedeutet nichts anderes als einen deutschen Pass zu haben. Es gibt keine Leitkultur, es gibt einen Verfassungspatriotismus, in dem man stolz darauf ist, dass es keine Leitkultur gibt. Also die Essenz des deutschen Verfassungspatriotismus ist proud of not being proud, wie Jan Böhmermann mal gesagt hat, stolz darauf zu sein, nicht mehr stolz zu sein. Also die nationale Identität ist die, keine nationale Identität zu haben, gar kein Volk zu sein. Und jenseits von diesem Gedanken, Deutschland als ein Club, in den jeder beitreten kann, dessen Zugehörigkeit durch einen Clubausweis, ein Stück Papier vergegenwärtigt wird, alles jenseits davon ist nicht nur eine andere Meinung, sondern nach Ansicht des Gerichts in Köln, des Verfassungsschutzes, aller entscheidenden Medien und aller Systemparteien verfassungswidrig. Damit am Rand der Strafbarkeit, die höchste Stufe neben Prüffall, Verdachtsfall und gesicherte extremistische Bestrebung wäre dann das Verbot der AfD. Und wenn die AfD diesen Volksbegriff, den man ihr unterstellt, behält und sich nicht davon distanziert und multikulturell wird, dann ist der nächste logische Schritt nach der Beobachtung auch der Versuch eines Verbotsverfahrens. Und da wird sich herausstellen, ob die AfD gerettet werden kann durch die dann vom Verfassungsschutz implementierten V-Männer, die in die Partei hineinbuxiert werden. Man darf auch damit rechnen, nur ein kleiner Kommentar am Rande, dass es in Zukunft auch absurd radikale, verrückte, extremistische Aussagen geben wird von AfD-Politikern, die dann wahrscheinlich auf das Wirken des Verfassungsschutzes zurückzuführen sind, genau wie das in der NPD auch der Fall war und ist. Mit dieser Engführung des Volksbegriffs nimmt der Verfassungsschutz eine radikale politische Beeinflussung des Diskurses vor. Man darf über vieles reden, über Energiepolitik, über Wirtschaftspolitik, aber im Bereich der Bevölkerungspolitik, der Demografie, darf man eine bestimmte Meinung nicht haben. Und zwar nicht nur eine extremistisch-radikale Meinung, zum Beispiel eine Meinung, dass man gewisse Gruppen umbringen und Rechten verfolgen sollte, sondern eine ganz nüchterne und sachliche Meinung, die in den meisten Nationen und Staaten der Welt, ich bringe nachher zwei Beweise, vollkommen legitim ist. Wenn ich sage, ich will keine Massenmigration, weil das zu einer Islamisierung führt, wäre das unter Umständen vielleicht sogar noch vom Verfassungsschutz erlaubt. Wenn ich sage, ich will keine Massenmigration, weil das eine ökonomische Belastung auslöst, wäre das ebenfalls vielleicht auch noch erlaubt vom Verfassungsschutz, weil hier geht es um abstrakte Dinge, zum Beispiel eben eine Verbreitung der islamischen Ideen in Deutschland oder eine Belastung des deutschen Gesundheitssystems. Wenn ich aber sage, als Deutscher oder als Österreicher, vollkommen egal in welchem Land, das hat ja einen universellen Anspruch, dieses Grundgesetz, ich will keine Ersetzungs- und Massenmigration, weil ich keinen Bevölkerungsaustausch möchte, weil ich haben möchte, dass die Menschen, die die Mehrheit in diesem Land bilden, weiterhin die Mehrheit in diesem Land bilden, weil ich weiß, dass es ein Volk und eine Kultur gibt, die es vor dem Grundgesetz gab und vor der BRD gab und auch vor dem Dritten Reich gab und auch vor dem Deutschen Reich gab. Und ich will haben, dass hier eine Traditionslinie besteht, in der Veränderung ein roter Faden bestehen bleibt, ethnisch und kulturell. Wenn ich das sage, bin ich nach Ansicht des Verfassungsschutzes und des Gerichts ein Verfassungsfeind. Ich muss beobachtet, verfolgt werden und hinter der Beobachtung steht natürlich auch implizit ein Vernichtungsgedanke, denn das, was der Verfassung widerspricht, was dem Grundgesetz widerspricht, ist eine Gefahr,
eine Bedrohung, nicht nur für eine bestimmte Partei, sondern für die Demokratie als Ganzes. Und gegen das muss die Wehr auf der Demokratie sich mit genau den notwendigen Mitteln wehren. Diese Mittel können sanft und gelinde sein, wenn die Bedrohung nicht groß ist, sprich die AfD unter 10% hat. Sollte die Bedrohung größer werden, dann folgt aus der Einstufung des Verfassungsschutzes auch die totalitäre Maßnahme der Zersetzung, der Zerschlagung und am Ende des Verbots der drohenden Gefahr. Kurz in der Beobachtung ist eine implizite Vernichtungsdrohung. Da spüren auch die feigeren Kräfte, die jetzt in Scharen diese Partei verlassen. Wenn wir uns anschauen, wie die Präambel des Grundgesetzes in Ungarn aussieht, wenn wir uns anschauen, wie Artikel 1 des Grundgesetzes in Israel aussieht, dann sind das glasklare Bezugnahmen auf ein Volk jenseits des Staatsvolkes. Und es ist auch völlig logisch, dass eine Verfassung, die ein Volk sich gibt, unter Bezugnahme auf die nationale Identität, alle europäischen Nationalstaaten sind entstanden in einem mehr oder weniger volksbezogenen, mehr oder weniger offenen Nationalismus und Patriotismus, einem auf die Ethnie und die Kultur, die ethnokulturelle Identität bezogenen Nationalismus, der war selbstverständlich nicht hundertprozentig hermetisch abgeschlossen. Immer gab es die Möglichkeit zur Assimilation, zur Aufnahme. Da gab es unterschiedliche Grenzen und gerade von Frankreich zu Deutschland. Aber man kann nicht leugnen, dass die Entstehungsbedingungen all der Verfassungen natürlich ein auf Volk und Nation bezogener Identität war. Und die Völker gaben sich die Verfassungen natürlich implizit mit der Grundlage, dass das Volk, das sich die Verfassung gibt, in der Verfassung geschützt und erhalten werden soll. Es war damals den Vätern der Verfassungen und der Wurzeln der deutschen Rechtsstaatlichkeit und der Volkssouveränität, aber auch den Vätern des Grundgesetzes einfach nicht klar, dass eine derartig absurde Agenda des Bevölkerungsaustauschs, der Massenmigration, ja der Bevölkerungsersetzung Raum greifen könnte. Dass derartig antideutsche Ideen des Selbsthasses, die vor allem nach den 90er Jahren hochkamen, zu einer Leit- und Staatsideologie werden könnten. Ich bin also der Ansicht, dass es eher implizit im Grundgesetz, genauso wie im österreichischen Staatsgrundgesetz und in jeder Verfassung enthalten ist, dass Kern- und Hauptziel der Verfassung auch ein Schutz der ethnokulturellen Identität, also ein Schutz der demografischen Konfiguration und Struktur des Landes besteht. Das ist in Israel und das ist in Ungarn explizit in der Verfassung verankert. Und ein Grundziel der identitären politischen Bestrebungen ist es, das auch in einer Präambel zur Verfassung des Landes nochmal festzuhalten und legal zu definieren, dass Sinn und Ziel der Verfassung über allen anderen wirtschaftspolitischen Fragen hinweg der Halt des Volkes in seiner ethnokulturellen Identität und Tradition ist. Und das ist der ideenpolitische Krieg, der ideenpolitische Kampf, der eigentlich demokratische Kampf. Demokratie beginnt da, wo man grundlegend, fundamental unterschiedliche Ideen hat, um die Definitionsmacht und die Auslegung des Grundgesetzes. Und ich hoffe, dass diese Beobachtung ein Weckruf für die Alternative für Deutschland ist, nämlich ein Weckruf, dass man sich in einem Krieg der Ideen befindet, dass man in diesem Krieg der Ideen den geistigen Kampf aufnehmen muss, dass man einen eigenen Volksbegriff entwerfen muss, dass man sich bekennen muss, auch zum Erhalt der ethnokulturellen Identität, zur Kritik am Bevölkerungsaustausch, dass man ertragen muss die Repression unserer Feinde, die diese Idee ausmerzen und auslöschen wollen, dass es nichts bringt, herumzudrucksen, herumzutäuschen, etwas hinauszuzögern, sondern dass man sich genau wie das früher die Grünen und die Linken gemacht haben, bekennen muss zu einer klaren politischen Haltung, die natürlich so attraktiv, anschlussfähig und positiv und seriös wie möglich darstellen muss. Klarerweise darf man als Reaktion auf die VS-Beobachtung nicht in einen Verbalradikalismus hineinkippen und dann in einen metapolitischen Kampf um die Köpfe, um die Idee, versucht diese Idee mehrheitsfähig, gesellschaftsfähig und am Ende auch politikfähig zu machen. Ich bin überzeugt davon, dass wesentlich mehr als die 5-6 Millionen Wähler der AfD den Bevölkerungsaustausch nicht wollen und implizit die Verfassung, die deutsche Staatlichkeit identitär verstehen und haben wollen, dass auch in einem gewissen Ausmaß das Volk gehalten werden soll. Da gibt es große Unterschiede im Grad, wie viele, welche Leute man aufnehmen, assimilieren kann. Ich bin überzeugt davon, Umfrageergebnisse bestätigen das, dass es eine große Masse, ja sogar eine Mehrheit im deutschen Volk gibt, aber auch genauso in Österreich und allen westeuropäischen Ländern, die diesen Bevölkerungsaustausch nicht wollen. Aufgabe der AfD ist es, ein Geburtshelfer dieser Bewusstwerdung dieser Masse zu sein und in einem metapolitischen Kampf der Ideen einen eigenen
vernünftigen und zukunftsgewandten Volksbegriff zu formulieren und genau gegen diese Angriffe des Verfassungsschutzes zu verteidigen. Mögliche Hinweise und mögliche Inspirationen wie das Grundgesetz in Israel oder die Präambel zur Verfassung in Ungarn habe ich bereits genannt. Ich hoffe, dass die AfD diese Kampfansage als das versteht, was sie ist, nämlich als einen Weckruf zur Erkenntnis und Analyse des Systems als Kartell, als Demokratiesimulation und als ein Signal zur Aufnahme des echten metapolitischen Kampfs, zur Etablierung und Verteidigung eines echten alternativen Volksbegriffs, auf dem eine echte alternative Bevölkerungs- und Identitätspolitik fußen kann.